Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video mit mir. Heute habe ich mal wieder ein Blitzrezept für euch und zwar einen veganen Parmesanersatz. Der besteht aus nur 5 Zutaten und ist super schnell im Monsieur Cuisine zubereitet. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Die Zutaten mit den genauen Mengenangaben gibt es wie immer in der Videobeschreibung. Ich habe hier Mandeln verwendet, die blanchiert und auch geröstet sind. Das gibt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Intensität im Geschmack. Falls ihr aber nur blanchierte Mandeln bekommt, ist das auch nicht schlimm. Als erstes wiege ich mir 50 Gramm Mandeln ab. Dann setze ich die Waage wieder auf 0. Und wiege anschließend 100 Gramm Cashewkerne ab. Die Waage wieder nullen und 25 Gramm Hefeflocken dazugeben. Dazu kommt jetzt noch ein Teelöffel Salz und ungefähr ein Viertel Teelöffel Knoblauchpulver. Und jetzt das Ganze für ungefähr 5 Sekunden mit der Turbo-Taste zerkleinern. Jetzt müsst ihr den Parmesan nur noch umfüllen. Was ich heute nicht verbrauche, fülle ich später noch in ein Schraubglas um und bewahre es im Kühlschrank auf. Wie ihr seht, ist noch das ein oder andere größere Stückchen mit drin. Das finde ich jetzt persönlich aber nicht wirklich schlimm. Die nehme ich einfach raus und nasche sie. So, das war's auch schon. Wie versprochen, super schnell. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Aktiviert dann aber bitte auch die Glocke, damit ihr über neue Videos informiert werdet. Und wenn ihr Lust habt, schaut doch auch mal auf meinem Instagram-Account vorbei. Dort könnt ihr sehen, was ich noch so für Rezeptideen habe, die aber noch nicht so weit sind, dass ich sie verfilmen kann. Oder was ich sonst noch so in meinem Leben treibe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald!